herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Hof Bergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. So, die Abzocke vom Nachbar Fridolin, ne, wie heißt er denn? Warte mal, hier, Mission. Vom Robert Aachen geht weiter. Ach so, ich bin doch falsch. Ich hätte einen kleinen Drescher abtanken können, verdammt. Wir haben uns letzte Folge überlegt, also gestern, ob wir die Frucht, die wir hier runterkriegen, das werden um die 100, keine Ahnung, 20.000 Hafer sein, ob wir die in unsere Tasche wirtschaften sollen. Gesundheit. ob wir die in unsere Tasche wirtschaften sollen oder was wir damit machen. Und ich habe entschieden, dass wir die einfach mal schön in unser Silo ballern und dann für uns behalten. Die Schafarm? Ja. Ah. Was soll man dazu sagen? Voll gut, oder? Ja, voll krass, ey. Ne, wir gucken einfach mal. Weil, aus meiner Sicht kriegen wir da deutlich mehr Kohle raus, wie wenn wir den Auftrag für 33.000 erledigen. Sagt so eine Mutter zu ihm so ein, ist in so einem Buch. Wie war das? Sagt ihr eigentlich noch krass? Nee, mega krass. Verstehst du nicht, ne? Nee. Witz, komm raus. Sagt der Witz, geht nicht, Tür klemmt. So, ja, wie gesagt, wir haben jetzt schon 110.000 Hafer, weil wir haben schon 60.000 im Silo ungefähr. Du bist immer noch mit der Milch beschäftigt, glaube ich, ja? Big Pack. Ah, Big Packs, genau. Hühnerfutter. Oder soll ich rumstehen? Nee, bitte nicht. Wir haben kein Geld, wir müssen produktiv sein. Ich werde jetzt gleich noch, dazu brauche ich aber auch einen Frontlader. Dann den Mist zu den Gewächshäusern wieder bringen, dass die auch gut für uns produzieren. Weil einen Frontlader hast du gerade in Betrieb, ne? Jo, kannst du gleich bekommen. Jo, sagst dann Bescheid. An deinen Fritter. Jo. Mal wieder ein bisschen Fendt fahren, ich fahr gerade hier Tatra. Du willst Fendt fahren? Natürlich nicht. New Holland. New Holland? Nein! Ach, fuck, Alter. Sagt man nicht. Natürlich John Deere. Ich wollte nur wissen, ob du aufpasst. Ah. Immer die beste Möglichkeit zu verbergen, dass man völlig daneben liegt. So, wenn euch das Let's Play hier gefällt, dann lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da und schaut auch gerne dann morgen Abend wieder rein. Der fährt sogar zurück. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass der nochmal checkt, dass er da weitermachen muss. So, beide Drescher im Einsatz, ey. Der kleine Rostelmesh gehört ja uns, der große New Holland ist nur vom Auftrag. Und wir haben Multiple Missions drauf. Ja, stimmt. Haben wir diesmal in der Aufnahmesession dran gedacht. Ah, da ist Förderband. Nein. Doch, oh. Okay, das nervt mich gerade hier. Ich fahre mal gerade den Hafer auf die Seite. Also das Mieseste, was passieren könnte, wäre, wenn uns wirklich der Hafer aus dem Silo verschwindet. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das passiert. Lecker Bonbon. Da war ein Baum.
Lecker Bonbon. Ach so. Von wann ist das? Vorgestern oder? Heute. Was? Haben wir nicht Raps angepflanzt oder was haben wir angepflanzt? Wir haben Raps angepflanzt. Oh, das war sehr intelligent. Warum? Na, wegen der Dieselproduktion oder Schweinefutterproduktion. Mhm. Oh oh, wir könnten ernten. Hey, warum ist der doofe Helfer da nicht zu Ende gefahren? Was ist denn das für ein Hampelmann? Sag doch gleich Giants Helfer. Ja, der hat mittendrin aufgehört. Warum? Ja, Giants Helfer ist Giants Helfer. Giants Helfer ist beknackt. Tada! Muss man nicht verstehen, ne? Doch. Der Giant. Ja, stimmt, den Giants Helfer kann man nicht verstehen. Hast du recht. Ich mache das jetzt ja fertig. Der New Holland wendet und wird dann noch einmal zurückfahren. Ich glaube, der Rostelmesh muss dann auch nur noch einmal fahren. Dann sind wir fertig. Müsste eigentlich von der Arbeitsbreite her genau ausreichen. So, das sieht gleich sehr schön aus. Dann, wo ist mein LKW? Ja, oh nee. Ich meine, das passiert mir so oft, dass ich den Motor aussehen ausmache, obwohl ich eigentlich nur losfahren will. Das ist dann mal wieder nicht dein Problem. Ist der Frontlader frei? Noch nicht. Ach. Jo, passt. Dann hole ich gerade noch den restlichen Hafer. Wie gesagt, die fahren gerade beide die letzte Bahn. Dann haben wir... Moment. 112.000 haben wir im Moment drin. Mhm. Das ist schon recht sportlich. Uiuiui, da geht jemand draußen. Hm? Da geht jemand draußen. Was ist draußen? Da bringt einer Gülle aus. Ach so. Um es für den Varuna auszudrücken. Woran hast du denn das gemerkt? Atmen wir ein, dann riechst du's. Nee, ich riech nichts. Aber ich. So. Oha, oha, ein Wunder ist geschehen. Ich kann riechen. Alter, schiebt der New Holland einfach den LKW weg. Ja. Warum hast du den Helfer blockiert? Der ist nicht blockiert. Der denkt nur, er sei blockiert. Das ist ja zu doof. Die Helfer sind fertig. Okay, so viel kam jetzt nicht mehr raus. Ich glaube nur 3.000, 4.000 Liter, aber immerhin. Fährst du den Rostelmesh? Mhm. Bin gleich raus. Jetzt. Oh, 8.000 kam da nochmal raus. Das ist gut. Also, wir haben 120.000... 400 Hafer gekriegt. Das ist cool. Du wolltest den Mist machen? Ja, wenn du fertig bist. Jo.
Ich habe den Pfund leider hingestellt. Ich kuppel den auch schon für dich an, dann fahre ich mit dem Hänger zum Feld. Ja. Dann kuppel ich dir das auch schon passend. Also Gewicht hinten. Hä? Ach so. Oh, da hast du recht. Und welchen Anhänger brauchst du dafür? Den kleinen Akkuliner. So, dann mache ich hier mal. Keine Ahnung. Breche ich mal den Auftrag ab und dann gucken wir mal, was passiert. Alter, solche Piep, Alter. Weißt du, was passiert? Was? Dir wird die Ernte ins Minus gestellt. Wir kriegen jetzt 117 minus, 117.000 minus. Mach das, schließ das nicht ab. Ja, sondern offen lassen. Der ist jetzt fehlgeschlagen. Ja, wir haben Multiple Missions drauf. Alter, solche. Alter. Das ist ja mies. Aber egal, dann machen wir eben. Verkaufen wir das Zeug dran irgendwann spät. Lol. Ist das wahr? Der Krüger Akroliner kann nicht ans Gewicht hinten. Können wir die 12 jetzt kaufen? Was kostet die? Schade, ey. Das Feld ist wieder neu besät. Ja. Weil wir es als Fehl geschlagen haben. Ja, trotzdem voll geil. Wenn wir jetzt Geld hätten, könnten wir es kaufen und dann gleich nochmal abernten. Das ist ja auch echt fies. Ja, das ist mies sogar. Nicht nur fies. Mies, fies. Ja, okay, wir wollten ja betrügen. Von dem her sind wir auch selber schuld daran. Oh, ich will immer Tab drücken, um die Spieler zu sehen. Hashtag, ich habe Minecraft vorher gespielt. Dachte eigentlich, du fährst den Rostelmesh zu unseren Feldern. Aber das mache ich jetzt. Wo fangen wir an? 2 oder 4? 2. 4. Bin ich näher dran. Oh, dann fangen wir halt 4 an. Das ist mir halt auch komplett Schnuppe. Ja, dann. Pusteblume. Nee, Löwenzahn. Aber eins sei gesagt, ich werde keinen Drescher fahren jetzt. Bin in den letzten 3 Folgen wieder im Drescher gehockt. Ja. Darf ich den Hänger nicht zur Welt fahren? Hä? Warum nicht? Ach, da ist es. Okay, wir werden jetzt natürlich doch mit Dings ernten. Mit Unkraut, aber was soll's. Wo ist denn das Schaufelchen? Ah, da ist das Schaufelchen. Ach nee. Siegelfahren von Schaufel. Ist dein Anhänger jetzt schon hochgestellt, oder? Ist er noch verschollen? Nee, ah, da steht er. Hab ich nicht, weil das nicht jetzt weil ich nicht ins Richtung. Geht nicht ans Gewicht, dann ist doch das Gewicht da. Der Johnny ist stark genug, schwer genug. Nee, da schwebt so zu 3/4 in der Luft. Was ist denn im Anhänger drin? Keine Ahnung. Dünger. Sehr gut. Einmal mit Profis arbeiten. Sorry, sag ich nicht, ich bin kein Profi. So. Ja, naja, weiß nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall den Dünger mal aufs Förderband gekippt.
Ah ja, genau, so war's gut. Hä? Was? Was hast du vor dich hingekrabbelt? Nichts. Nicht? Alles gut. Ich hab gerade so ein Piepen in mein Ohr gehört. War nur wieder ein bisschen zu flott unterwegs. Ach. Da sagt man nur einmal mit Profis. So, heute mal wieder ein bisschen mit Tastatur und Frontlader. So. Ich werde jetzt hier noch kurz aufladen. Der Tiger fängt. Was machst du? Dreschen. Helfer abgestellt oder was? Na klar. Und in der nächsten Folge, also morgen, 19 Uhr, gerne reinschauen. Bei 16 Uhr auf RP-Punkt dann schon unbedingt und like ein Abo und Kommentar dann. Danke. Genau. Da wird man dann morgen die Gewächshäuser wieder befüllen. Werd gucken, dass ich auch vielleicht gleich nochmal ein Wasserfass voll mit hochnehme. Dass ich da alles wieder ready mache. Weil die Gewächshäuser geben euch wirklich gut Geld. Darauf solltet ihr vielleicht auch setzen, falls ihr noch nicht getan habt. Wir bekommen aber immer noch jede Stunde Geld. Echt? Mhm. Ja, aber nicht mehr so viel, oder? Wir waren am Anfang der Aufnahmesession bei 11. Glaube ich. 11.000 meinst du? Ja. Okay. Wenn ich nur 11 sage, dann meine ich immer 11.000. Ich hab gerade den Mist daneben gekippt, ich hält. Einmal mit Profis. Und zwar, ich hab 150 Liter habe ich in den Anhänger geschafft und den Rest daneben. Wow. Voll gut. Muss man auch erstmal schaffen. Also, haut rein, macht's gut und bis morgen. Ciao. Ciao.